Hallo und herzlich willkommen zur 153. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Im letzten Teil haben wir erklärt, wie wichtig es für die Schnurrnasen ist, in ihrem Revier Kratzmöglichkeiten zu haben. Sie sorgen für die notwendige Krallenpflege und das Ausleben des Kratztriebes. Das Ergebnis ist ein seelisch ausgeglichenes Fellkind. Wir haben für euch die Mini-Kratz-Lounge von Pfotenolymp getestet. Ob sie hält, was sie verspricht, seht ihr am Ende unseres heutigen Teils. Kratzen gehört für Katzen zum natürlichen Verhaltensrepertoire des Komfortverhaltens. Es ist wichtig, dass die Fellnasen dieses Verhalten ausleben und zeigen dürfen. Ansonsten droht ganz schnell tiefer Frust, der in Verhaltensauffälligkeiten und Krankheiten enden kann. Mit ausreichenden Kratzmöglichkeiten im Revier beugt ihr dem Ganzen vor und tut etwas für die seelische Ausgeglichenheit eurer Lieblinge. Ein Kratzbrett für Katzen eignet sich hierfür ganz hervorragend. Die Mini-Kratz-Lounge von Pfotenolymp besticht durch ihr kompaktes Design und bietet euren Lieblingen eine ideale Beschäftigungsmöglichkeit. Außerdem eignet sie sich durch die optimale Form für einen erholsamen Mittagsschlaf. Die Mini-Kratz-Lounge erobert dank der beigelegten Katzenminze im Nu das Herz eurer Schnuffelschnuten. Wenn ihr das Pfotenolymp-Kratzbrett in eurer Wohnung aufstellt, dann helft ihr nicht nur den Katzen, ihren Kratztrieb auszuleben, sondern schützt auch wirkungsvoll eure Möbel, Gardinen und anderen Gegenstände vor den scharfen Krallen. Es bietet eine in der Katzenerziehung sehr wichtige und wirkungsvolle Methode, die Feliden von bestimmten Kratzstellen fernzuhalten. Denn die Kratz-Lounge ist in Katzenaugen die bessere Alternative zum Krallenschärfen. Das klassische Design mit Holzfurnier macht die Kratz-Lounge zu einem Hingucker in eurer Wohnung. Außerdem könnt ihr durch die praktische Einlage, ein zweites kleineres Kratzbrett, die Kratzfläche vergrößern. Ihr könnt damit in Räumen, in denen es bisher noch keine Kratzmöglichkeit gab, eine weitere Möglichkeit zur Reviermarkierung und zum Krallenschärfen schaffen. Die Kratz-Lounge ist aus langlebiger, 100%ig recycelter Pappe gefertigt, die mit unbedenklichen Leimen verklebt wurde. Falls eure Felltiger die Pappschnipsel schreddern und darauf herumkauen sollten, ist das völlig in Ordnung, denn es wurden ausschließlich ungefährliche Leime zum Verkleben benutzt. Und um Plastikmüll zu vermeiden, wird die Kratzpappe in einem umweltfreundlichen Pappkarton geliefert. Unser Fazit. Auch unsere Fellnasen sind vom Pfotenolymp-Kratzbrett begeistert und haben es sofort ausgiebig in Beschlag genommen. Uns gefällt besonders die edle Optik sowie die Verwendung von umweltfreundlichen Materialien. Außergewöhnlich an der Pfotenolymp Mini-Kratz-Lounge ist, dass sich im Inneren des Kratzbrettes noch ein kleineres Kratzbrett zum Herausnehmen befindet. So verdoppelt sich der Kratzspaß gleich noch und man kann einen zweiten Raum mit einer Krallenschärfstation ausstatten. Dafür ist der Preis von etwas mehr als 20 Euro aus unserer Sicht angemessen. Von uns eine klare Kaufempfehlung. Und das war es für heute. Was haltet ihr von dieser Kratzmöglichkeit? Nutzt ihr auch Pappkratzbretter? Schreibt doch mal in die Kommentare. In unserem letzten Rätsel suchten wir den Tabak. Ihr habt es herausbekommen. Prima. Und was suchen wir heute? Steht sie und ist still und stumm. Doch kriegt sie Schläge, macht's bum bum. Wenn ihr wisst, was Maja sucht, schreibt's gern in die Kommentare. Die Auflösung gibt's beim nächsten Mal. Und um künftig nichts mehr von den Fellnasen zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.